Hallo und willkommen in der Videnzus Family. Freundschaft Plus, was ist das eigentlich? Als Freundschaft Plus wird eine platonische Beziehung zwischen oft einsamen Freunden genannt, die zwar kein Paar und doch durch Gelegenheitssex verbunden sind. Hast doch du einen guten Freund, den du schon seit Jahren kennst und zu dem du eine ungewöhnliche, nicht unbedingt nur freundschaftliche Anziehungskraft verspürst? Aber verliebt seid ihr auch nicht zurecht. Ihr habt Spaß zusammen, versteht euch blendend und findet den anderen obendrein noch attraktiv? Wenn all das auf Gegenseitigkeit beruht, was spricht denn gegen Freundschaft Plus? Du bestimmst selbst die Regeln. Ihr solltet euch über die Beziehung, die ihr beide anstrebt, einig sein und Grenzen setzen, an die ihr euch haltet. Mit den folgenden Tipps klappt die Freundschaft Plus. Erstens, ergründe deine Gefühle für deinen Freund. Bist du neben der gemeinsamen Freundschaft, die euch verbindet, wirklich nur körperlich an ihm interessiert? Oder bist du insgeheim seit Jahren in ihn verliebt? Zweitens, schaffe klare Verhältnisse. Ihr seid Freunde, die ab und zu miteinander schlafen. Nicht mehr und nicht weniger. Drittens, Ehrlichkeit ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Freundschaft Plus. Sollten sich einseitige Gefühle entwickeln, müssen die Karten umgehend auf den Tisch gelegt werden. Viertens, wenn einer der beiden Freunde jemandem begegnet, in den er oder sie sich verliebt, so ist die Freundschaft Plus passé. Eifersucht hat hier keinen Platz, sonst kannst du dich früher oder später von deinem Freund verabschieden. Fünftens, lande nicht aus Versehen in der Friendzone. Die Gefahr, dass sich einer der beiden Freunde verliebt, ist relativ hoch, denn wir Menschen sind darauf gepolt, Gefühle für jemanden zu entwickeln, mit dem wir körperlich intim sind. In diesem Fall landest du schneller in der Friendzone als gedacht. Verwechsle Freundschaft Plus nicht mit aus Freunden wurde Liebe, denn diese beiden Beziehungen haben in der Regel nichts miteinander zu tun. Zwar gibt es sicherlich Menschen, die einander kennenlernen, dann zunächst Freunde werden und sich irgendwann ineinander verlieben, doch bezeichnet man dies als Liebesgeschichte und nicht als Freundschaft Plus. Ein kleiner Tipp, lasst euch im Freundeskreis nichts anmerken. Ein heikler Punkt betrifft den Freundeskreis. Denn wenn ihr eure Freundschaft Plus nicht geheim haltet, sondern vor euren gemeinsamen Freunden und Bekannten auslebt, könnten Konflikte entstehen. Auch wenn ihr nicht zusammen seid, werden eure Freunde euch als Paar ansehen. Dann werdet ihr nicht mehr als individuelle Personen behandelt, sondern nur noch als Paar eingeladen. Auch deine Familie könnte Probleme damit bekommen, deinen einst guten Freund plötzlich in einer anderen Rolle in deinem Leben zu akzeptieren. Sehe eure Freundschaft Plus als das, was es ist, eine Affäre. Genießt die aufregenden Stunden der Zweisamkeit, aber behaltet sie für euch. So entgeht ihr unbequemen Fragen und könnt ungestört euer körperliches Verlangen nacheinander befriedigen. Du hast schon lange einen platonischen Freund im Auge, der dich magisch anzieht? Außer diesem starken Bedürfnis nach körperlicher Nähe spürst du jedoch nichts als freundschaftliche Schwingungen? Finde heraus, ob es deinem Freund auch so geht. Unsere Berater sind Experten in jeder Art der Beziehung. Lass dir mal die Karten auf die potenzielle Freundschaft Plus legen. Oder befindest du dich bereits in einer Freundschaft Plus? Hast du weitere Tipps für die Community, wie man die Freundschaft Plus ungestört ausleben kann? Dann teile sie doch mit uns in den Kommentaren. Hat dir das Video gefallen? Dann hinterlass einen Daumen hoch oder schreibe einen Kommentar. Mehr Infos findest du auf www.videnzus.net. Dort findest du auch garantiert den passenden Berater für die Fragen, die dir auf dem Herzen brennen, zum Thema Liebe, Seelenpartnerschaft und viele mehr. Besuch uns doch mal. Hast du Lust auf spannende Themen bezüglich deiner Zukunft und was in der Welt der Spiritualität so alles geschieht? Dann abonniere den Videnzus-Kanal und verpasse so keinen unserer Beiträge oder besuche uns direkt auf www.videnzus.net und lese stets einen unserer brandheißen Artikel. Der Link ist in der Beschreibung. Wenn dich eine dringende Frage quält, dann rufe uns doch einfach mal an und führe direkt ein 15-minütiges Gratisgespräch mit einem unserer Berater. Wir legen größten Wert auf hohe Qualität unserer Beratungen und stellen hohe Ansprüche ans gesamte Team. Also, worauf wartest du noch? Wir freuen uns auf deine Stimme.